Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir sind noch bei den Bedingungen der Tauba. Wir haben eine Bedingung genannt. Wir kommen heute zu der zweiten Bedingung. Wenn ich mich nicht irre, ist es die zweite. Und zwar, die zweite Bedingung der Tauba ist es, die Entschlossenheit zu fassen, diejenige Sünde, die man begangen hat, wenn das eine spezifische Sünde war oder allgemein, eine allgemeine Absicht fassen, Entschlossenheit fassen, sie nicht wieder zu begehen. Das ist die zweite Bedingung. Also es geht darum, dass man, nachdem die Sünde begangen worden ist, die Entschlossenheit, die sofortige Entschlossenheit fasst, diese nicht mehr zu tun. Auch wenn man sie anschließend wieder tut oder überwältigt wird von den Trieben oder von diesem, man dazu angezogen wird und es immer und immer wieder begeht. Punkt ist aber, die Entschlossenheit, sie nicht zu tun, muss da sein. Er gibt dafür ein Beispiel. Er sagt, wie jemand, der eine gewisse Krankheit hat oder krank ist und ihm schaden gewisse Nahrungsmittel sind für ihn persönlich schädlich aufgrund seiner Krankheit, die muss er meiden. Damit sich seine Krankheit lindert und bessert, muss er sofort die Entschlossenheit fassen, diese jeweilige Nahrungsmittel oder die Früchte, die seine Krankheit verschlechtern lassen, er muss die Entschlossenheit fassen, diese unverzüglich zu unterlassen, nicht mehr zu sich zu nehmen. Ja. Aber es ist dennoch, wie gesagt, durchaus möglich, dass er von seiner Lust gepackt wird nach diesem Nahrungsmittel, nach dieser Frucht und dass das dazu führt, dass er sie doch ab und zu wieder zu sich nimmt. Hebt das die vorherige Taube auf? Wir haben am Anfang dieses Kapitels haben wir gesagt, die Taube ist eine Pflicht, ne? Sie ist eine Pflicht wie das Gebet und wie das Fasten und derartiges. Das heißt, wenn du eine vollständige Reue abgelegt hast, wenn du sie verwirklicht hast und danach wieder etwas praktizierst, das der Reue widerspricht, das im Gegensatz zu ihr steht, wird die erste Reue dadurch aufgehoben? Wenn du ein Gebet betest und es vollständig abgeschlossen hast, und nach dem Gebet Dinge tust, die im Gebet nicht zulässig sind, oder in einem zweiten Gebet etwas machst, was nicht zulässig ist, hat das Einfluss auf dein erstes Gebet? Ebenso ist das mit der Tauba. Das heißt, die Tauba ist eine abgeschlossene Tat, sie hat stattgefunden. Durch das erneute Begehen dieser Sünde wird eben eine neue Tauba fällig. Aber die erste war gültig und wurde so praktiziert, wie sie eben praktiziert werden muss. Gut, danach geht er weiter und zwar teilt er die Menschen in Bezug auf die Tauba oder auf ihre Beständigkeit in der Sache der Tauba in vier Kategorien ein. Die Menschen hinsichtlich der Reue sind vier Kategorien. Die erste Kategorie ist jemand, der die Tauba verwirklicht, sie umsetzt und dann kontinuierlich auf diesem Zustand bleibt und verharrt bis zum letzten Atemzug seines Lebens. Und natürlich erfordert das auch, dass er kompensiert in dem restlichen Leben, was er zuvor vernachlässigt hat. Das ist nämlich ein Bestandteil der Tauba. Ein Bestandteil der Tauba ist es, das wieder gut zu machen, was man falsch gemacht hat. Kompensieren, was man verpasst hat in seinem Leben. Das ist die Al-Istiqama. Das nennt man die Al-Istiqama. Das Wort schon mal gehört? Al-Istiqama. Allah Ta'ala sagt im Koran, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist nur ein Wort, aber dieses Wort Al-Istiqama ist sehr schwer. Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Sag mir etwas, ich möchte dich über etwas fragen. Und ich möchte eine Antwort von dir, sodass ich nicht mehr genötigt bin, irgendjemanden nach dir zu fragen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Istaqim. Istaqim. Yani das Wort Istaqim ist die Befehlsform von dem Begriff Istiqama.
Das ist das Festhalten an dem geraden Weg. Das Festhalten am geraden Weg. Es gibt ein Vers im Koran, da sagt Allah Ta'ala, da kommt dieses Wort auch vor, وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ und halte fest am geraden Weg, so wie es dir anbefohlen worden ist. Dann kommen wir hier ganz interessant, so wie es dir anbefohlen worden ist. Denn nicht jeder, der vermeintlich auf dem geraden Weg läuft, läuft so, wie es ihm anbefohlen worden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser Vers hat mich altern lassen. Dieser Vers hat mich altern lassen, das ist metaphorisch zu verstehen natürlich. Aber ihr wisst, wenn jemand unter großem Druck steht, sein Leben lang belastet wird von Sorgen, die altern meistens schneller, richtig? Diese Menschen, man sieht ihnen die Alterserscheinungen viel früher an als ihre Genossen im gleichen Alter. Der Prophet sallallahu sagte zu diesem Vers, die Istiqama beinhaltet, dieser Vers hat mich, es ist ein Vers in der Sura, der mich altern lassen hat, und das ist dieser Vers. Die Tauba dieser Person nennt man Taubatun Nasuh, die aufrichtige Tauba, welche im Koran auch erwähnt wird. Und Allah Ta'ala sagt, O ihr, die Iman habt, kehrt reumütig zu eurem Herrn zurück. Wie nennt ihr diese Tauba? Taubatan Nasuha. In aufrichtiger Reue. Beständiger Reue. Das sind aber nur die wenigsten Menschen, die in diese Kategorie zugehören. Die wenigsten Menschen lassen sich in diese Kategorie zuordnen. Denn das sind diejenigen, die es geschafft haben, ihre Triebe durch ihre Erkenntnis zu beruhigen. Die Triebe durch ihre Erkenntnis zu beruhigen. Denn meistens ist es so, dass die Triebe die Oberhand gewinnen. Aber manche Menschen sind in der Lage dazu, ihre Triebe zu überwältigen. Und Triebe überwältigt man nicht einfach nur durch irgendwelches Training, indem man seine Muskulatur stärkt. Man überwältigt die Triebe, indem man seine Erkenntnis stärkt, seine Überzeugung, seine Geduld stärkt. Deswegen sagt Allah Ta'ala an einer Stelle im Koran, er sagt, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Das ist die Nummer 1. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Nummer 2. Und wir haben sie zu Aimma in der Religion gemacht. Wisst ihr, was Aimma heißt? Aimma ist die Mehrzahl von Imam. Wir haben sie zu Imamen gemacht. Imam heißt hier nicht wie nennt man das im Deutschen? Gebetsleiter. Mit Imam ist hier gemeint jemand, der in der Religion, in Religionsangelegenheiten die Spitze erreicht hat, sodass er als Vorbildsperson für die Umma, für die gesamte Umma fungieren kann. Deswegen das Wort Imam und Umma, beide haben eine Wortwurzel. Der Imam ist der, der eine Vorbildsfunktion für die gesamte Umma ist. Was sagt Allah Ta'ala? Wir haben sie zu A'imma gemacht, die Menschen recht leiten. Recht leiten im Sinne, ihnen das Rechte aufzeigen, sie dazu leiten, führen, sie darauf hinweisen. Durch zwei Elemente. Lamma sabaru, Nummer 1, die Geduld. As-sabr. Die Geduld ist ein Thema für sich selbst. Viele von uns verstehen unter Geduld nicht das, was man unter diesem Begriff eigentlich verstehen sollte. Geduld ist bei uns einfach, du wirst von einem Unglück getroffen und äußerst halt jetzt nicht so viel Missgefallen. Gibst dich damit zufrieden, akzeptierst es. Das ist die Geduld bei uns. Das ist natürlich ein Bereich der Geduld, aber nicht die ganze Geduld. Und die zweite Sache, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ, und sie waren überzeugt, Überzeugung. Die Menschen sind auch in der Überzeugung nicht alle gleich. Jeder Muslim hat ein gewisses Grad an Überzeugung. Das geht ja gar nicht anders. Ohne Überzeugung kann man den Islam nicht eintreten oder den Iman. Das geht nicht. Deswegen sagt Allah Ta'ala, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ, weil die Mu'minun sind nur diejenigen. Wer sind die Mu'minun? Hier benutzt er innama, einschränkend das Wort. Innama, nur. Die Mu'minun sind nur die, die an Allah und seinen Gesandten Iman haben und sich für unsere Sache anstrengten. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا,
und danach keine Zweifel hegt. Das heißt, die Überzeugung, ein Minimum an Überzeugung ist eine Bedingung für den Iman. Aber die Menschen sind auch in dieser Überzeugung verschiedene Stufen. Sind nicht alle gleich. Genauso wie sie im Iman nicht alle auf einer Etappe sind. Also das ist die erste Kategorie der Leute in Bezug auf die Tauba. Die zweite Kategorie, dazu gehören die meisten Ta'ibun, die meisten die Menschen, die irgendwie auf dieser Anbetung, in dieser Anbetung schweben, die Tauba. Das ist jemand, der den Weg der Istiqama in den meisten, im meisten Gehorsam einschlägt. Das heißt, er erfüllt die meisten Pflichten, die von ihm verlangt werden, und meidet auch die großen Sünden. Er meidet die großen Kapitalverbrechen. Aber er ist nicht ganz frei von Sünden und Fehltritten, die ihn auf seinem Weg begleiten. Nur macht er sie nicht aus vollem Vorsatz, sondern das sind so Ausrutscher. Ausrutscher, die, von denen eigentlich kaum ein Mensch frei ist. Kaum ein Mensch ist frei davon. Wer auch immer sein mag. Und was ihn noch unterscheidet von der dritten Kategorie, die gleich kommen wird, dass er keine Entschlossenheit in sich hegt, diese Dinge wieder zu begehen. Deswegen habe ich sie Ausrutscher genannt. Ein Ausrutscher, du hast ja keine Entschlossenheit oder keinen Willen auszurutschen. Es passiert einfach. Es ergibt sich etwas. Du stößt auf etwas Rutschiges oder stolperst und fällst hin. Hast es aber nicht mit Bewusstsein begangen. Das ist diese Person. Er begeht Sünden in einer gewissen, unbewusst, irgendwie unbewusst. Diese Kategorie nennt man An-Nafsul Lawwama. Die Personen, die diese Seele in sich tragen, diese Form der Seele. Aber wie gesagt, sie bedauern es, sobald sie diese Sünde begehen, bedauern sie es und kritisieren sich selbst und rügen sich selbst. Und deswegen nennt Allah Ta'ala diese Seele An-Nafsul Lawwama in der Surah Al-Qiyamah. An-Nafsul Lawwama ist An-Nafs, kennt ihr das Wort? An-Nafs ist die Seele, der Geist. Al-Lawwama, die sich rügende Seele. Also die Seele, die sich kritisiert für jedes Fehlgehen, das von ihr ausgeht. Oder für jede Nachlässigkeit, die durch sie stattfindet. Und wie gesagt, das ist auch eine hohe Stufe. Es ist auch eine hohe Stufe, aber sie ist natürlich unter der ersten. Und die meisten Menschen, die eine gewisse Tauba verwirklichen, befinden sich auf dieser Bahn. Und diese Menschen der zweiten Kategorie, auf sie bezieht sich die Aussage Allah Ta'alas: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمْ. Und diejenigen, die die großen Sünden und die Abscheulichkeiten meiden, إِلَّا اللَّمَمْ, außer die Kleinigkeiten. اللَّمَمْ sind die Kleinigkeiten. Oder اللَّمَمْ sind die Dinge, die unbewusst passieren, also diese Ausrutscher. Und dann sagt Allah Ta'ala, inna rabbaka wasi'ul maghfira. Wahrlich, dein Herr, die Barmherzigkeit oder die Vergebung deines Herrn ist weit. Die Vergebung deines Herrn ist groß. Das heißt, auf wen bezieht sich diese letzte Aussage? Auf diese Kategorie der Menschen, die Fawahish, die schändlichen Sünden. Wisst ihr, was eigentlich mit dem Fawahish im Koran gemeint ist? Wenn das Wort Kabair und Fawahish zusammenkommt, wir haben hier das Wort Kabair, große Sünden. Fawahish heißt eigentlich Schändlichkeiten. Wenn diese Worte zusammenkommen, dann ist mit den Fawahish meistens das gemeint, was die Sünden, wie der Sinna, die Unzucht, Homosexualität, also das Ausleben und Ausführen davon. Das ist mit den Fawahish gemeint. Und die Kabair sind dann alle anderen Sünden. Wenn aber das Wort Kabair alleine erwähnt wird, umfasst es auch dieses hier. Oder wenn das Wort Fawahish alleine erwähnt wird, umfasst es sämtliche große Sünden.
Dann kommen wir zu der dritten Kategorie. Die dritte Kategorie, und wir ordnen sie hier nach ihren Rängen. Daraus schließen wir, dass die dritte Kategorie ein bisschen weiter unten ist als die zweite Kategorie. Das ist jemand, der die Tauba auch ins Werk setzt, also die Reue. Er verwirklicht sie einigermaßen und bleibt dann auch auf dieser Spur eine Zeit lang. Dann wird er aber überwältigt. Er wird überwältigt von seinen Trieben oder von seiner schlechten Seite in ein paar bestimmten Sünden. In ein paar bestimmten Sünden, einer Sünde oder zwei Sünden, die er dann praktiziert, weil er nicht in der Lage war oder weil er unfähig war, seine Triebe zu kontrollieren, zu lenken und zu zähmen. Aber dennoch ist er in Bezug auf anderes Gehorsam beständig. Also er ist immer noch auf der Istiqama in anderen Angelegenheiten. Abgesehen jetzt von diesen ein, zwei Sünden, die er praktiziert. Und wir gehen davon aus, dass diese Kategorie Nummer 3 hofft, oder er trägt in sich die Hoffnung oder den Willen, diese Sünde auch oder diese Triebe auch zu bewältigen und davon loszukommen. Wenn er sie dann getan hat, die Sünde, bedauert er sie auch. Nur hat er nicht die Entschlossenheit, sie zu unterlassen. Er wünscht sich nur und hofft sich, sie zu unterlassen. Das ist ein Unterschied, ne? Entschlossenheit, die Sünde nicht mehr zu begehen, ist eine Sache. Und sich selbst zu versprechen, das in Zukunft nicht mehr zu tun, ist eine andere Sache. Damit erfüllt man nicht die Bedingung der Tauba. Versprechungen zu hegen, sich selbst zu versprechen, ich werde später, nach einer Weile, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wenn ich groß geworden bin oder wenn ich älter geworden bin. Das nennt man Al-Wa'd und nicht Al-Azm. Aber auch diese Menschen können gewisse Hoffnungen hegen, denn Allah Ta'ala spricht auch über diese Personen, über diese dritte Kategorie. Er sagt, وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. Und es gibt andere, die ihre Sünden bekennen. Sie bekennen ihre Sünden. Das ist wichtig, Nummer 1, dass man seine Sünden bekennt. Also dass man bekennt, dass das, was ich tue, nicht richtig ist. Sonst kann man ja nichts bereuen. Wenn du etwas als richtig ansiehst, kannst du das auch nicht bereuen. So, was sagt Allah Ta'ala dann? Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer anderen schlechten vermengt, gemischt. Das ist ja nur eine Zustandsbeschreibung. Er beschreibt ihren Zustand, ihre Lage, und dann spricht er über sie, über ihren Ausgang. Wie wird es mit ihnen ausgehen? Er sagt, Asa Allahu an yatuba alayhim. Asa ist so ein Wort der Hoffnung. Also womöglich, vielleicht wird Allah ihnen vergeben. Tayyib. Man muss aber auch dennoch sagen, dass die Menschen in dieser Kategorie in einer gewissen Form der Gefahr schweben. Oder? Warum, werde ich noch genauer erläutern. Aber nur mal so aus einer anderen Perspektive bedacht. Hier ist kein... Also ihr merkt vielleicht auch einen Unterschied in der Aussage, in der Ayah, die ich vorher gelesen habe. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Das ist eine deutliche Aussage. Dein Herr, die Barmherzigkeit, Vergebung deines Herzens ist weit. Punkt. Das ist eine Aussage. Also sowas wie ein klares Versprechen. Aber hier jetzt bei diesen, bei der dritten Kategorie, sagt Allah Ta'ala, Asallah, vielleicht. Das heißt, es gibt da noch ein anderes vielleicht. Und das Problem, was wir hier auch haben, ist, dass der Ausgang dieser Person ja eine gewisse Gefahr darstellt, aufgrund dieses Aufschiebens der Taube. Das Aufschieben, das hat einen Fachbegriff in der deutschen Sprache, kennt ihr das? Wird meistens in der Bürowelt auch verwendet. Kennt ihr das? Das wird auch als eine Volkskrankheit bezeichnet. Ich glaube, das heißt Prokrastination oder so. Schon mal davon gehört?
Das bedeutet Aufschieben von Pflichten. Was du heute machen kannst, dass du es auf morgen verschiebst. Das ist eine Volkskrankheit. Das Problem hier ist, wie wir schon mal gesagt haben, in dem letzten Unterricht, glaube ich, dass am meisten der Abschluss zählt. Das ist irgendwie auch wie in der Welt, ne? Das Zeugnis der ersten Klasse, der zweiten und dritten und vierten und fünften zählt nicht unbedingt. Aber es zählt so der Abschluss, da wo du aufgehört hast. Wenn es die zehnte war, die zehnte Klasse, wie sah dein Zeugnis hier aus? Und so ist es auch in der Akhira. Denn der Mensch entwickelt sich ja und reift aus. Und das Ende deines Lebens ist sozusagen die letzte Phase deiner Ausreifung. So bist du als Mensch. Und jeder Atemzug kann der letzte Atemzug sein. Jeder Atemzug kann dein letzter Atemzug sein. Und das ist dann halt das Problem in dieser Sache. Die vierte Kategorie der Menschen, das sind jene, die auch die Tauba irgendwie bewerkstelligen. Sie leben sie aus und bleiben auch darauf eine Zeit lang. Aber dann versinkt er gänzlich. Er versinkt nach einer Weile gänzlich wieder zurück und wird rückfällig. Ich nenne es rückfällig werden. Ohne dass er sich selbst irgendwie verspricht, aufs Erneute eine Taube zu begehen oder dass er seine Taten überhaupt bedauert. Und das nennt man den Al-Musir, das ist der Al-Israr, das Verharren auf den Sünden, von dem wir mal sprachen. Das Verharren auf den Sünden. Und diese Seele nennt man An-Nafsul Ammaratu Bissu, die in der Surat Yusuf vorkommt. An-Nafs Al-Ammara Bissu, die Seele, die das Schlechte einhaucht. Was ist aber mit so einer Person? Wenn sie stirbt und den Eingottglauben aber dennoch bewährt, also den Eingottglauben in sich trägt, den Tauhid, aber sie stirbt in diesem Zustand des Verharrens auf den Sünden und in Zustand, in dem er die Sünden nicht bedauert und auch nicht sich auch nicht verspricht, sie in Zukunft sein zu lassen, sich ihrer zu entledigen. Auch diese Person, man erhofft für sie irgendwann Befreiung und Erlösung. Er ist ja als Muslim gestorben, auch wenn das nach einer Weile geschehen wird. Es kann aber auch sein, dass ihm vergeben wird, oder nicht? Es kann dennoch sein, dass ihm vergeben wird, weil Allah Ta'ala irgendeine verborgene kleine Tat von ihm gesehen hat, die ihm gefallen hat. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte der Prostituierte, die einen Hund getränkt hat. Aber mit Aufrichtigkeit, mit Barmherzigkeit zu den Geschöpfen Allah Ta'alas. Aber sich auf sowas zu verlassen, ist nicht klug. Sich auf so etwas zu verlassen, ist jedenfalls nicht klug. Also ein entschlossener Mensch sollte sich nicht auf sowas verlassen. Das ist ja wie jemand, oder wie, was würdest du zu jemandem sagen, der sich in Bezug auf die Sünden, auf die große Barmherzigkeit und auf die Gutmütigkeit Allahs verlässt, aber in Bezug auf seine weltlichen Angelegenheiten, siehst du, er streift in der Welt herum, arbeitet und schuftet und leitet alles in die Wege, um an seinen Lebensunterhalt zu kommen. Wenn man zu ihm sagen würde, verlass dich auf die Gutmütigkeit Allah Ta'alas, verlass dich darauf, dass er der Versorger ist und hock dich zu Hause hin und warte, vielleicht findest du irgendwo einen Schatz in einer Ruine. Was würdet ihr zu so jemandem sagen? Klug? Besonders gläubig? Das ist Idiotie. Das wäre Dummheit. Und genauso ist es mit der... Natürlich kann es sein, dass er einen Schatz in der Ruine findet und den Rest seines Lebens nicht mehr arbeiten muss. Ja? Aber es kann auch nicht sein. Und genauso ist es mit den Sünden. Es kann sein, dass ihm vergeben wird wegen einer Sache, aber wenn man das vorsätzlich macht, vorsätzlich so umgeht, dann ist es eigentlich
wenn man das genauer bedenkt, fern, dass so jemand vergeben wird, weil das ist eine Form von Arroganz gegenüber Allah Ta'ala, eine Form von Herausforderung. Und dass so jemandem vergeben wird, ist eigentlich nur fern. Tayyib. Danach geht er weiter auf einen neuen Abschnitt, nur ganz kurz. Eigentlich kam das schon mal vor, aber er erwähnt das nochmal zur Erinnerung. Was sollte der Ta'ib, also derjenige, der diese Reue begeht, was soll er tun? Wir hatten ja schon gesagt am Anfang des Kapitels, dass der Ta'ib, er sollte versuchen, seine Sünden mit ähnlichen Hasanat zu kompensieren, sahih. Und wir haben ja auch erwähnt, das erwähnt er nochmal, ich weiß nicht warum, dass die Sünden können von drei Stellen des Körpers ausgehen. Erinnert ihr euch noch daran? Was? Wir verallgemeinern mal. Sünden, die durch das Herz praktiziert werden. Ich meine mit dem Herz jetzt, ihr wisst, was ich mit dem Herz meine, ne? Also Gedanken, Entschlossenheiten. Nicht nur Entschlossenheiten, beispielsweise Groll und Grimm gegenüber einem Muslim, unbegründet. Eine ausgelebte Form des Neides, wo entspringt denn Neid eigentlich? Er fängt ja im Herzen an, kann sich dann durch den Körper veräußert werden, indem man Sachen ausspricht. Hochmut, wo findet denn Hochmut statt? Wo hat sie ihre Quelle? Im Herzen. Aber die Hochmut wird geäußert durch Aussagen und Verhalten und Taten. Aber es ist eine Sünde des Herzens. Also das Herz, Nummer eins. Nummer zwei, der Körper. Der Körper als Ganzes, deine Füße, deine Hände, deine Blicke, deine Ohren. Und Nummer drei, die Zunge. Natürlich könnte man die Zunge auch zum Körper zählen, aber sie wird separat erwähnt wegen ihrer großen Gefahr. Weil die Zunge so oft falsch verwendet wird. Einer der Salaf sagte, Allah Ta'ala hat dir zwei Ohren gegeben und eine Zunge. Also hör mehr zu, als du sprichst. Gut. Im Hadith wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ma min rajulin yudhnibu dhanba, es gibt niemanden, der eine Sünde begeht, fayatawadda, und dann den Wudu nimmt, sich wäscht, ويحسن الوضوء, und den Wudu auf die schönste Art und Weise durchführt, das bedeutet auf die schönste Art und Weise durchführen, das heißt auf die vollkommenste Art und Weise, dass man nichts auslässt davon, dass man sämtliche Sunnan praktiziert, dass man auch, dass du dir vor Augen hältst, dass es eine Ibada ist, die du hier praktizierst, dass du dir vor Augen hältst, dass du damit immateriellen Schmutz abwäschst. Aber das ist leider auch nicht der Fall. Meistens praktizieren wir diese Anbetungen in Form von Angewohnheiten. Also einfach mal schnell Wasser auf, Gesicht waschen, Hände waschen, ohne dass man eigentlich vor Augen hält, was man da gerade macht. Dass es eine Anbetung ist, dass ein Ritual ist. Die Reinigung des Gebets ist nämlich nicht eine, es ist keine materielle Reinigung. Wisst ihr, woran man das am besten erkennen kann? Dass es sich hier nicht, also bei dieser Reinigung, wir nennen sie Reinigung, es geht hier aber nicht um das äußerliche Bereinigen des Körpers. Darum geht es eigentlich hier nicht. Am besten erkennst du das am Tayammum. Wenn kein Wasser da ist und du den Tayammum praktizierst, bereinigst du da irgendwas? Also es ist keine materielle Reinigung. Du merkst es auch beim Benetzen der Socken oder der Schuhe oder den Huf. Es geht hier nicht um materielle Bereinigung. Es ist eher etwas
ich nenne mal etwas Psychisches, etwas, wie nennt man das? Ach, ich hab's vergessen, den Begriff. Spirituelles. Ja, Spirituelles. Denn wenn es hier um Reinigung ginge, wäre es nicht logischer und klüger, dass man die Socken oder die Schuhe von unten benetzt. Richtig? Das wird ja schmutzig durch das ganze Laufen auf dem Boden. Und nicht die Oberfläche der Socken. Und deswegen sagte Ali radiallahu ta'ala an, in einem Hadith, der bei Abu Dawud überliefert wird, er sagt, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. Würde die Religion nach offensichtlichen Meinungen gehen oder nach offensichtlichen Erkenntnissen, also du siehst etwas und denkst, das müsste so sein, dann müsste man die untere Seite der Schuhe benetzen. Aber ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er sich die obere Seite seiner Schuhe oder seiner Socken benetzte. Jedenfalls, in diesem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَيُحْسِنُ الْوُضُوءُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. Und dann zwei Gebetseinheiten betet und Allah um Vergebung bittet, dem wird vergeben. Dann geht er jetzt zum abschließenden Kapitel dieses, oder der abschließende Teil dieses Kapitels. Danach sind wir fertig mit dem Kitab al-Tawbah. Und zwar über die, wie man das Verharren auf einer Sünde, wie man sich davon befreien kann. Oder die Medizin der Tauba nennt er das. Die Medizin der Tauba. Davon entnehmen wir auch, kann man schlussfolgern, dass die Sünden oder das Verharren auf den Sünden Krankheit ist. Das ist Krankheit, Krankheit des Herzens. Und die Medizin davon ist die Tauba. Jede seelische Erkrankung oder jede Sünde ist eine Form, besonders wenn man darauf verharrt, wenn man Vorliebe empfindet für diese Sünden. Das sind übrigens, da wir das gerade erwähnen, Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, er sagt, dass Vorliebe für Sünden zu empfinden, ist schlimmer, als sie zu begehen. Das heißt, und hier nicht verwechseln, ne? Nicht verwechseln die Triebe mit der Liebe. Es kann sein, dass man Triebe hat, die einen dazu treiben, etwas zu tun, und man versucht, diese zu unterbinden. Das ist noch nicht das Problem. Das ist ja, das zu unterbinden ist ja eine Form der Mujahada. Sahih? Eine Form der Mujahada. Wie Allah Ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Und jene, die den Dschihad ausführen auf unserem Weg, also die sich für uns anstrengen, sie werden wir auf den rechten Weg leiten. Ist hier der Dschihad in diesem Vers, ist hiermit der Kampf gegen das eigene Ich gemeint oder ist damit der Kampf gegen die Feinde gemeint? In diesem Vers. Es gibt andere Verse, in denen dann offensive oder defensive Kampf gemeint ist. Das Wort wird nämlich für mehrere Dinge verwendet. Aber in diesem Vers kann es nur das sein. Der Kampf gegen das eigene Ich. Wisst ihr warum? Weil dieser Vers wurde in Mekka herabgesandt. Und in Mekka gab es keinen Kampf im Sinne, wie nennt man das? Militanten Kampf. Gab es nicht. Die Muslime hatten keine Unabhängigkeit, sie hatten kein eigenes Heer, sie hatten keinen eigenen Staat, sie waren im Staat der Mekkaner. Und der erste Kampf, den gab es ja erst nach der Auswanderung, die Schlacht von Badr, war der erste große, wirkliche Kampf. Daher, dieser Vers kann sich nur darauf beziehen. Jedenfalls, er sagt, oder vorher noch das, was ich sagen wollte, die Vorliebe für Sünden zu haben,
ist nicht zu verwechseln mit den Trieben. Vorliebe kann auch existieren, wenn die Triebe dich nicht dazu leiten, diese Sünde zu tun. Es entwickelt sich aber einfach mit der Zeit eine Form von Hang danach. Es entwickelt sich ein Hang, den man dann auch auslebt, selbst wenn die innerlichen Triebe dich gar nicht dazu leiten. Die innerlichen Triebe können mit der Zeit absterben oder abschwächen, wie zum Beispiel durch das Alter. Oder nicht? Aber der Prophet, diesen Fakt zeigt uns der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, drei Formen von Menschen, sie wird Allah weder anschauen, also er wird sie nicht beachten, noch wird er zu ihnen sprechen, noch wird er sie von ihren, noch wird er sie läutern. Die drei Leute. Nummer eins, Sheikhun Zanin. Sheikhun Zanin. Ein greiser alter Mann, der Zina begeht. Nummer zwei, Wa'ailun Mustakbir. Ein armer, der hochmütig ist. Bedürftiger, armer Mensch, der hochmütig ist. Und Nummer drei, weiß ich nicht mehr. Vergessen. Aber wisst ihr, was jetzt entscheidend ist? Warum ist die Sünde dieser zwei Personen schwerwiegender als der Zina beispielsweise anderer Menschen oder Hochmut anderer Menschen? Weil ein junger Knabe oder eine junge Dame, sie hat aufgrund ihres Alters stärkere Triebe. Richtig? Es ist für diese Menschen vielleicht ein unerkundeter Bereich. Also die innerlichen, äußerlichen Triebe oder die Ursachen, das zu begehen, sind viel größer. Besonders wenn sie unverheiratet sind. Aber hier dieser alte, greise Mann, er sagt sich Sheikh. Sheikh, ich glaube, sie sagen, also ab 50 nennt man jemanden Sheikh. Der ist wohl möglich verheiratet, der ist durch altersbedingt nicht mehr ganz fit. Seine Triebe sind abgeschwächt, aber er begeht immer noch diese Sünde. Er begeht sie nicht mehr wegen den inneren Trieben, sondern wegen Vorliebe. Jemand, der arm ist und hochmütig ist, eine der Ursachen, hochmütig zu sein, ist es, wohlhabend zu sein. Hier, der ist arm, am untersten Grund der Gesellschaft, aber er ist hochmütig. Was verleitet ihn dazu? Es sind nicht mehr äußere Einflüsse. Es ist etwas, das von seinem tiefen Inneren kommt. Das heißt also, die Liebe zu den Sünden, und wisst ihr, woran man Liebe an Sünden unter anderem erkennt? Unter anderem, woran erkennt man denn, dass man etwas besonders lieb hat, besonders gefallen hat, wenn jemand tagtäglich darüber spricht, ständig darüber spricht? Daran erkennt man das, unter anderem. Wie dem auch sei, das sind Krankheiten und für jede Krankheit gibt es ein Heilmittel. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, ma anzalallahu da'an illa wa anzalallahu shifa. Es gibt, Allah Ta'ala hat keine Krankheit herabgesandt, für die er nicht auch ein Heilmittel geschaffen hätte. Wer es kennt, der kennt es, und wer es nicht kennt, der kennt es nicht. Und so bezieht es sich auch mit den Herzenskrankheiten. Jedenfalls, er beginnt hier einleitend, sagt er, ein Mensch kann nicht die Medizin kennen, wenn er nicht die Krankheit kennt. Denn die Medizin bedeutet ja einfach nur, die Ursachen der Krankheit zu bekämpfen. Und wenn du die Krankheit nicht kennst, kannst du auch ihre Ursachen nicht bekämpfen. Jetzt kommt er aber zu einem entscheidenden Punkt, und der ist sehr wichtig. Und zwar die Hauptursachen von Sünden. Er fasst sie alle zusammen in zwei Ursachen. Hauptursachen jeder Sünde sind zwei. Nummer eins,
oder sagen wir es so, nee, das war schon okay. Al-Ghaflatu wa shahwa. Diese zwei Sachen. Besonders wenn sie zusammenkommen. Wenn sie zusammenkommen, ist es fast unausweichlich, dass die Sünde stattfindet. Oder es ist eigentlich ein Muss, dass sie stattfindet, denn so hat sie freie Laufbahn. Wie so eine Kugel, die du auf einem Abhang zum Rollen bringst, wenn das nicht geblockt wird durch irgendetwas, wird sie weitergehen, ihren Weg nehmen. Aber sind diese zwei Dinge da, wird sie geblockt. Ist nur eins davon da, kann es sein, dass man mal standhält eine Zeit lang, aber dann kippt es auch um. Und diese zwei Sachen nennt er Al-Rafla, Nummer eins. Nummer zwei, Al-Shahwa. Al-Rafla bedeutet, es wird immer übersetzt in der deutschen Sprache als Unachtsamkeit. Unachtsamkeit. Aber was versteht ihr darunter? Was versteht ihr unter Unachtsamkeit? Ihr könnt sprechen. Was versteht ihr unter Unachtsamkeit, wenn ich sage, eine Ursache der Sünde ist die Unachtsamkeit? Du weißt, dass es eine Sünde ist. Ist mir egal. Interessiert mich großartig. Das kann sein, aber eigentlich wird mit dem Wort Al-Rafla etwas anderes gemeint. Mit dem Wort Al-Rafla ist eigentlich ein Zustand, ich habe es immer bis jetzt so genannt und ich nenne es auch heute so, dass man seelisch betäubt ist. Ein Zustand der seelischen Betäubnis. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die Gegenwart Allah Ta'alas in deinem Herzen verschwindet. Das ist die Rafla. Das Gegenteil der Rafla, die Yaqadha, die Aufmerksamkeit, der Wachheitszustand, bedeutet, dass die Gegenwart Allahs in deinem Herzen immer da ist, präsent ist, vor deinen Augen immer präsent ist. Und wisst ihr, ihr kennt die täglichen Azkar, richtig? Die man am Schlafen sagt, wenn man aufwacht, wenn du am Abend, am Mittag, beim Essen, beim Trinken, bei jeder Sache gibt es irgendwelche mündlichen Dinge, die man aufsagt. Wisst ihr eigentlich, warum sie da sind? Viele von uns denken, das sind einfach irgendwelche Phrasen, die man aufsprechen muss. Es geht hier nicht um die Wörter selbst. Es geht hier nicht unbedingt um die Wörter selbst. Es geht darum, diese Rafla zu bekämpfen. Dass man ständig diese Zeiten der Unachtsamkeit vertrieben oder verringert wird. Wenn du ständig konfrontiert wirst mit dem Namen Allahs, mit irgendwelchen Eigenschaften Allahs, mit irgendwelchen Taten Allahs, die du aufsagst, wirst du ständig in Erinnerung gezogen. Auch die fünf Gebete sollen das verwirklichen. Diese Zeiten der Unachtsamkeit. Die Unachtsamkeit entsteht ganz einfach, indem du dich deinen täglichen Arbeiten hingibst. So entsteht die Unachtsamkeit. Dein Gehirn, dein Herz ist voll beschäftigt mit Dingen und die Gegenwart oder die Präsenz Allahs in deinem Herzen wird vertrieben. Und das passiert. Und deswegen gibt es diese ganzen Ibadat, diese Anbetungen über den Tag verteilt. Es beginnt schon mit deinem Aufwachen. Das Erste, was gemacht werden soll, du sollst erinnert werden an die Präsenz Allahs. Vom Schlafen gehen, über den Tag, nach deiner Arbeit, die ganzen Unterbrechungen während deiner Arbeit. Sogar bei den kleinsten, belanglosesten Dingen, die du praktizierst, wenn du auf die Toilette gehst, wenn du rauskommst. Es geht hier darum, dich ständig und immer wieder an diese Präsenz zu erinnern. Das Fehlende, kann es sein, dass jemand das ständig vor Augen hat? Er hat das ständig vor Augen, 24 Stunden. Und ganz intensiv hat er die Präsenz Allahs vor Augen. Kann er die Sünde praktizieren? Geht eigentlich nicht. Deswegen, die erste Ursache der Sünde ist die Rafla, das Fehlen dieser Präsenz. Meistens begeht man auch die Sünde dann, wenn diese
wenn die Präsenz Allahs im Herzen abgeschwächt ist oder nicht mehr da ist. Wenn sie nicht mehr da ist. Meistens begeht man die Sünden in diesem Fall. Die zweite Ursache ist die Shahwa. Die Shahwa sind die natürlichen Triebe des Menschen. Wenn ihr euch das Bild mal jetzt ganz anschaut, können wir davon ableiten, oder man kann sagen, die Rafla ist eine Bremse. Ich meine, das Gegenteil der Rafla, die Wachsamkeit, Wachheitszustand. Ihr versteht jetzt, was ich damit meine, ne? Sie ist eine Bremse der Triebe. Sie bremst die Triebe ab. Und wo diese Bremse nicht existiert, können die Triebe ihren freien Lauf nehmen. Daher ist eigentlich die Ursache der Sünde alleine die, sind allein die Triebe oder die Seele des Menschen oder die äußerlichen Einflüsse, die schlechten äußerlichen Einflüsse. Die Rafla selbst ist keine Ursache. Die Rafla selbst ist keine Ursache für die Sünde. Sie ist einfach nur eine Ursache dafür, dass sie nicht abgebremst wird. Ja. Wie kann man die Rafla bekämpfen? Wie kompensiert man die Rafla? Wir kommen wieder zurück auf das Fundament und die Essenz, Al-Ilm, das Wissen, die Erkenntnis. Die blockiert die Rafla. Aber ich muss euch auch eins sagen, damit ihr das nicht verwechselt. Wenn wir vom Wissen reden, reden wir nicht von diesem offensichtlichen Wissen, dass du Gesetzmäßigkeiten auswendig kannst, wie wenn man ein Gesetzbuch auswendig lernt. Und du kannst mir sagen, Paragraph so und so ist so und so. Ich meine jetzt die islamischen Gesetzmäßigkeiten. Das ist nicht unbedingt, das ist natürlich eine Form des Wissens, aber wir reden hier nicht von diesem Wissen. Wir reden vom Wissen, dass einen positiven Einfluss auf dein Herzen hat, auf deinen Herzenszustand hat, durch das Wissen über die Akhira, durch das Wissen über Allah Ta'ala, durch das Wissen über sein Wesen, über seine Eigenschaften, über seinen Namen, über sein Handeln, durch das Wissen über das, was dir bevorsteht. Diese Dinge sind das nützliche Wissen. Die Erkenntnis, nennen wir es mal Erkenntnis. Die Shahwa, womit wird sie bekämpft? Hauptsächlich durch die Geduld. Und die Geduld muss man auch erlernen. Die Geduld muss man erlernen. Geduld, und die Geduld ist eigentlich die Stärke des Menschen. Wisst ihr warum? Es ist nicht unbedingt, es zeugt nicht unbedingt von Stärke, dass du andere überwältigen kannst, aber dich selbst nicht in den Griff hast. Das ist keine Stärke. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Hadith, der im Bukhari überliefert wird, und vielleicht auch im Muslim. Er sagte, stark ist nicht der, der andere im Ringen niederwirft. Stark ist der, der sich selbst beherrscht beim Zorn. Sich selbst zu kontrollieren, das ist Stärke. Ich glaube, wir machen hier Cut. Und sprechen dieses Thema im nächsten Dars an. Also im nächsten Dars wollen wir dann über zwei Sachen sprechen. Wie man die Rafla, also ein bisschen detaillierter, behandelt und wie man die Shahwa behandelt. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.